Jetzt aufnehmen. Ja, ich weiß, das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Was haben wir denn? Nein, 2 Stunden haben wir noch. Ganz ehrlich, tut mir furchtbar leid, aber ich werde gleich auf jeden Fall zwischendurch mal Schmatzgeräusche machen, weil meine Pizza kommt. Ja, da ist jetzt egal. Ich weiß nicht, wir können überall hinfliegen, weißt du? Einer kann sich einfach an dieses Geschütz setzen. Ja, wir können ja gleich mal Chano besuchen direkt. Was hältst du davon? Ich weiß halt nicht, wie viel Damage uns so normale Waffen machen, wa? Aber ja, gut, das weiß ich auch nicht. Ach, ganz ehrlich, damit kommen wir ohne Probleme bis nach Chano. Ja, ist egal, ich will das Ding voll haben. Wir sind voll machen. Was schade ist, dass er dann nicht in so einem riesigen Feuerwall explodiert, weil da mehr Sprit drin ist. Man kann sie nicht näher fliegen. Nee, lass mal besser sein. Und mit dem Baum und so, ganz ehrlich, wenn wir jetzt in Battlefield wären, würde ich sagen, kein Ding, aber hier. Ja. Und wie weit sind wir? Ein Viertel haben wir aber, oder? Ein Viertel? Ja, haben wir jetzt gleich voll. Haben wir immer noch nicht? Nee, der Strich, der ist noch zu sehen. Ah ne, Moment, das ist ein Drittel eingeteilt. Ein Drittel haben wir gleich voll. Mittlerweile blinkt das nicht mehr. Mittlerweile sind wir im grünen Bereich vom Sprit. Okay. Und wir fahren nicht mehr auf Reserve. Gut, also ich kann auch während der Animation schon auf Refuel gehen. Das heißt, der macht halt alles ziemlich genau in einmal. Aber jetzt ein Drittel? Jetzt haben wir ein Drittel. Ja, eine Folge tanken. Oh, Essen. Das ist echt mal eine gute Idee. Jetzt geht gerade aus mit dem Essen. Das ist aber auch wieder unglaublich, wie lange der Heli da überlebt hat. Irgendwie scheinen Helis nicht so beliebt oder gewollt zu sein, wie ich dachte. Ich denke mal, die meisten denken, okay, entweder ich steige jetzt in den Heli ein und werde auf jeden Fall sterben. Oder ich mache irgendwas anderes. Und alleine, ja gut, alleine hilft er halt, um irgendwie ein bisschen durch die Gegend zu kommen, aber da kann ja niemand dann noch rumballern. Ja, vielleicht kannst du ja in der Zeit mal ein Tutorial-Video angucken. How to fly Heli. Eine gute Idee. Ich mach mal. How to fly a helicopter. In der sie am besten. Ja. Ja. Nee, nicht. Ja, wobei kommt da wahrscheinlich recht nah. Wie fliegt man ein Öster? Vielen Dank dabei an Godlike Zockt, der das Tutorial freundlicherweise so freiwillig zur Verfügung steht für uns. Godlike Zockt? Mhm. So, 720p Videos. Sehr gut. Eigentlich bräuchten wir auch
bessere Rucksäcke? Oder hast du einen guten Rucksack? Ich hab einen Dingsbums. Okay. Kannst du nicht in Tscherno kurz auf dem Supermarkt landen und so? Und dann kann ich mir da einen nehmen. Ja, klar. Kein Ding. Ich kann auch einfach die Tür aufhalten, dann landen wir am Feuerwachenturm mit jetzt davon. Ja, das ist eine gute Idee. Weißt du, du hältst einfach den Heli still und ich steig durch so ein Fenster ein. Ja, genau. Das machen wir. Hast du ein gutes Video gefunden? Ja, ich bin es gerade angucken. Naja, genial. Noch 50 Jerry kannst du mir den Heli voll zertanken. Ja! Ja, 50 Jerry kannst du mir 8 Sitzplätze. Toll. Ja, komm, jetzt gibt Gas, was muss man jetzt machen, um den 50 zu fliegen. Jetzt geh als Pilot da rein, du Wichser. Naja, bla bla. Ah, okay, das ist schon. Nach vorne kippen, nach hinten kippen, nach links kippen, nach rechts kippen, nach oben steigen, nach unten sinken. Alles klar. Direkt mal auf den zweiten Bildschirm. Du bist noch nie im Real-Life-Heli geflogen. Also nicht, ich meine jetzt nicht als Pilot, sondern auch mitgeflogen oder so ein Scheiß. Ja, bin ich auch noch nicht. Und schon hilfreiche Tipps gehabt? Ich weiß nicht, ob ich den fliegen kann. Okay, warum man so langsam war, lag an dem Autohopper. Der Autohopper sorgt dafür, dass der Heli immer gerade in der Luft steht. Ah, okay. Und dadurch, dass ich wehgedrückt habe, kippt der halt nach vorne. Und weil der Autohopper dann sagt, alles klar, der kippt nach vorne, der Heli muss ja wieder korrigieren, dann kippt der wieder nach hinten. Okay. Und oder eigentlich musst du den ausmachen und dann musst du ganz langsam wehdrücken. Weißt du, so wirklich wie bei Wettlich geht, so nur ein bisschen bewegen, damit der Heli ein Stück nach vorne geht und dann fliegst du los. Wie kann man denn langsam wehdrücken? Ja, also nur einmal kurz quasi, damit du ein Stückchen nach vorne kippst. Ah, okay.
Okay. Wir haben jetzt gleich dann zumindest einmal kurz Zeit, auch eine Runde zu fliegen, in der ich halt mal ausprobieren kann. Auf jeden Fall. Und man soll ganz hoch fliegen, dann sagte der auch, weil wenn du ganz hoch fliegst und egal was du machst, selbst wenn du dich um den Kopf drehst und du hast noch mehr als 200 Meter Platz nach unten und du machst auch Autobahn, schafft der Autobahn, dich wieder gerade zu setzen. Ah, okay. Und in der Luft zu halten. Also fliegen wir so hoch, wie es geht, das sind 415 Meter und dann können wir das mal kurz ausprobieren. Na, klingt gut. Ich mache jetzt hier auch die letzte Fuhre, falls dein Video sofort vorbei ist. Du hast noch 4 Minuten. Ah, okay, dann mach ich. Weiß nicht, was noch kommt. Ja, könnte ja wichtig sein. Bla bla bla. Okay, alles gleich, wird fertig. Okay, dann ist das jetzt hier jetzt vor. Falls du das Ding richtig gut unter Kontrolle kriegst, bin ich auch dafür, dass wir mal so ein bisschen so Streifzüge über die Map fahren. Weißt du, vielleicht finden wir ja, sehen wir ja gerade Autos, die durch die Gegend fahren und die man wegballern kann oder so ein Scheiß. Wir müssen Hardy und Jay nachher, wenn wir Borderlands aufnehmen, einfach davon überzeugen, dass wir lieber der sich spielt. Also, wer nimmt euch die ganze Zeit auf? Ja, ja. Und alle Zuschauer, das sind völlig geile Tiere, wir haben Heli. Und diesmal lebt der noch. Ja gut, aber wir brauchen auch Borderlands, ne? Ja, leider. Gerade leider. Okay, dann komm mal rein. Ich kann übrigens im Flug, Alter, wir haben nicht mal 2/3. Die Posi wechseln. Warte, heb noch nicht ab, ich muss noch vorher was trinken, sonst verdurste ich während des Fluges. Okay. Außerdem möchte ich die Jerrycans bei dir hinten reinpacken. Okay, jetzt können wir loslegen. Bist du drin? Ja. Ich sitz drin. Ich darf auch gar nicht so krass rumballern. Weil es gibt nicht unendlich Munition hier in den Dingern. Na komm, stell uns mal ruhig gerade. Wir heben noch ein bisschen ab. Okay, jetzt der Autohopper aus. Siehst du ja auch die Geschwindigkeitsanzeige? Ja, wir fliegen jetzt gerade 80. Wir fliegen 120. Wir fliegen 140! 170, 180. Alter, sind wir schnell. Ich sehe das auf der Map aufgrund von GPS, wa? Das ist der Hammer. Wir fliegen jetzt, wenn du dich ein bisschen weiter links hältst, halt dich mal weiter links. Also du ein ganzes Stück, ja. Musst quasi in die Linkskurve fliegen, mehr oder weniger. Noch mehr. Moment. Ja, der Autobahn gerade. Also wir sind 500 hoch. Ja, nicht ganz so viel.